Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist nicht der Tag nach dem Event, weil das Event noch läuft. Es wurde um einen Tag verlängert, was ein bisschen leidend ist, weil ich habe gestern mich versucht durch die ganzen Softbands zu drücken. Habe versucht da trotz Softbands immer weiter zu spielen, mal ging's nicht. Da hatte ich vor, heute eigentlich meinen Account ruhen zu lassen, damit er sich vom Softband erholt. Aber Event läuft noch, also schauen wir mal, wie viel wir heute spielen werden. Und ich habe gestern bemerkt in den Kommentaren, dass viele nicht genau wussten, was überhaupt der Softband ist, wieso ich den bekommen habe. Deswegen erklären wir das nochmal kurz, bevor ich dann euch zeige, was ich gestern gemacht habe. Also erstmal eine Menge Kommentare gestern, wieso ihr euch nicht einloggen konntet. Das liegt daran, dass Trainerclub wieder Probleme hatte. Also manche hatten Angst, dass die gebannt wurden, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und ja, also ein Softban ist nicht dasselbe wie Ban, wie Permaban. Und es gibt mehr verschiedene Arten. Die meisten kennen wahrscheinlich den GPS-Softban, wo man nichts drehen und nichts fangen kann. Und der löst sich dann auf, wenn man 40 Mal am Pokestop dreht. Was ich gehört habe, aber nicht mehr funktionieren soll. Und der hält nicht so lange, halbe Stunde oder so, dann ist er weg. Das ist der Band, den die meisten kennen und mir auch vorgeschlagen haben, wie ich mein Band lösen sollte oder lösen könnte. Was aber nicht stimmt, weil ich eine andere Art von Band habe. Und zwar gibt es halt dann noch ein Pokémon und ein Pokestop Softband. Die bekommt man halt, wenn man das Limit erreicht. Was viele nicht wissen, es gibt ein Limit. Ist nicht ein Tageslimit, also man munkelt, man ist nicht sicher, ob es ein Tageslimit ist, ob es für die letzten 72 Stunden zählt, manche sagen sogar eine Woche, also keine Ahnung, aber es gibt halt ein Limit, wie viele Pokémon man fangen darf und wie viele Pokéstops man drehen darf, und wenn man dieses Limit überschreitet, dann kann man eben keinen Pokémon mehr fangen oder keinen Stops mehr drehen, und in Extremfällen natürlich auch beides nicht, was mir auch später dann passiert ist, werdet ihr noch sehen. Also das Limit gab es schon immer, aber früher war es relativ hoch und da gibt es auch ein EP-Limit. Wenn man eine bestimmte Anzahl an EP erreicht hat, dann wurde man auch gesoftbannt. Aber das haben die dann, glaube ich, beim Doppel-EP-Event aufgehoben oder fürs Doppel-EP-Event. Und die Limits wurden runtergesetzt, weil das hat irgendwas mit den Bots und Maps zu tun. Das habe ich, glaube ich, in dem Video erwähnt. Warte, ich schau mal kurz. Wo ist das? Okay, hier in dem Video, wo die IVs individuell geworden sind, zumindest unter Level 30, ab Level 30. Das heißt, man konnte seitdem nur noch mit Level 30 Accounts die IVs checken und dementsprechend Maps laufen lassen. Und um dies zu tun, braucht der Map-Typ halt sehr viele Level 30 Bots. Die muss er halt erstmal hochleveln. Und dadurch, dass das Limit runtergesetzt wurde, dauert es halt eine Weile, bis er wieder Level 30 Accounts hat. Und wenn er viele davon braucht, dauert es halt wieder eine Weile. Und diese Maßnahme gegen die Bots lief ja auch ganz gut. Also Maps laufen seitdem nicht mehr einwandfrei. Also ein Erfolg von Niantic. Und Nebenprodukt ist halt, dass verrückte Spieler, die zu viel zocken, dadurch auch beeinflusst werden. Also ja, das war der Grund, wieso ich die letzten paar Tage nicht komplett durchspielen konnte, gesoftbannt war und ich habe echt verrückte Sachen gelesen von ein paar Hatern. Da kann man sich echt nur an die Stirn fassen und ja, schauen wir mal, was heute geht. Und jetzt könnt ihr erstmal abchecken, was ich gestern getrieben habe. Alter, was geht ab, Leute, Junge? Am Bordeaux-Platz. Heute letzter Tag, alle sind nochmal hier. Schloss gibt es ja ein paar Probleme, also nicht nur, weil wir Stops verloren haben, sondern auch Probleme mit den Anwohnern dort, aber das wird demnächst mal besprochen. Auf jeden Fall habe ich wieder einen Softban. Der dauert jetzt schon 2 Stunden oder so. Echt leidend. Dachte, heute kann ich nochmal abgehen, nochmal eine Mille oder so machen. Schauen wir mal. Ist echt leidend. Ein paar andere Kollegen haben auch schon wieder oder immer noch Softban. Ich weiß echt nicht, was Niantic da so macht. So Leute, es geht wieder. Ungefähr 2 Stunden 15 Minuten. Plus minus. Seitdem geht's wieder. Das merke ich halt daran, also ich lasse es halt die ganze Zeit durchklickern,
durch den Softbahn durch. Und falls ich dann wieder ein Pokémon gefangen habe, dann weiß ich wieder, dass es losgeht. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Pokémon. Mein Gott, Stream Code aus. Ich habe sehr, sehr viele Pokémon weglaufen lassen. 25 Punkte nur. Ja, schmeiße ich jetzt ein Glücksei und dann drehen wir ein paar Runden. So, Leute. Ich kann zwar wieder spielen. Softbahn weg. Aber ich habe einen neuen Softbahn kassiert. Ich kann keine Stops mehr drehen. Den zweiten Softbahn. Die zweite Art des Softbahns. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hier haben wir den Experten der Softbands. Von dem hole ich mir immer Ratschläge in Bezug auf Softbands. Jetzt kann ich gerade wieder spielen. Vielleicht rauf, Glück sei alles gezündet, solange es noch geht. Also wenn es so weitergeht, wechsle ich vielleicht echt zu Duel Links noch. Lauf dir nochmal auf, lauf jetzt. Hast du gehört, Kugel? Auf jeden Fall auch. So, ein bisschen Bewegung für einen Nocturne. Nur sehr wenige holen sich das. Alle schon sehr, sehr verwöhnt. Gelbe Berge. Keine Ahnung wieso. Okay, das holen wir aber nicht mehr. So. Oh mein Gott. Okay. Man hat jetzt immer so Panik, wenn ein Pokémon ausbricht. Man fühlt sich nie sicher. Hier kann ich leider nicht drehen. Oh, es geht wieder. Oh, war ein Aufgrund. Der hielt aber nicht lange. Okay, jetzt läuft wieder alles. Machen wir noch ein paar EPs. Die letzten Momente von Kogai, bevor er Level 40 wird. Endlich. Trotz Softband, wir haben beide zusammen durch das Event gelitten. Ja. Trotz unzähligen Softbands endlich geschafft. Ja. Nur dank Honk. Der hat mich immer motiviert. Ich wäre schon längst heimgegangen. Ich habe gesagt, bleib da, du schaffst das. So ein Lapras hier, der Kollege versucht Lapras als letztes einzurichten, dass es für das Level Up reicht. Aber ich glaube, wenn ich großartig wäre, dann müsste es klappen. Echt jetzt? Oha, okay. Es müsste ein Level Up geben bei Lapras. Oh, excellent. Oh, es könnte jetzt ein Farbe haben. Schauen wir mal. Oh, das ist der Levelaufstieg. Echt jetzt? Ja. Levelaufstieg, Level 40 mit Lapras. Oh. Ohne dich haben keine Chance, du weißt. Du motiviert. So, das war's. Glückwunsch an Kogai für Level 40, für den Levelaufstieg. Er hat's geschafft, trotz den dutzenden unzähligen Softbands. Und auch Glückwunsch an alle anderen, die aufgestiegen sind während des Events. Schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr gemacht habt und wie viel Level ihr aufgestiegen seid. Ich habe mein Ziel von 30 Millionen leider nicht erreicht. Ich hätte es wahrscheinlich ohne Softband auch nicht ganz geschafft, aber das hat mich auf jeden Fall krass gebremst. Heute findet das Event immer noch statt. Schauen wir mal, ob ich rausgehe. Ansonsten war es das, glaube ich, auch schon. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.